Ein Todesfall führt uns heute hier gemeinsam zusammen. Doch kein Grund, eine traurige Miene aufzulegen, denn dieser Todesfall ist lediglich fiktiv. Kredenzt hier von Tiger, der uns dieses wunderschöne Spiel mit der Unreal Engine erschaffen hat. Und wir finden uns nun hier zusammen in Tsuya. Nicht Tuya, warum immer da Tuya steht. Es heißt Tsuya, deshalb wechsle ich mal gleich aufs Japanische. Und das heißt so viel wie die Totenwache. Tsuya ist Sudo, die Totenwache halten. Wir haben hier einen Verstorbenen und müssen über ihn wachen. Und das wollen wir natürlich tun. Ich habe mir das Spiel gerade eben frisch aus dem japanischen eShop geholt. Für 200 Yen, so roundabout 1,50 Euro. Dafür könnte ich mir eigentlich viel eher ein Getränk aus dem Automaten ziehen, vielleicht eine Packung Kaugummi holen oder auch eine Einzelfahrkarte für ein öffentliches Verkehrsmittel im Nahverkehr in irgendeiner japanischen Stadt holen. Aber nein, ich habe mich dazu entschieden, mir Tsuya zu holen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Deshalb, wir blicken rein und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier, wie gesagt, zu Tsuya. Starto! Los geht's durch einen pechschwarzen Ladescreen. Laden wir uns, oh, in das Panorama von Tokio. Wie schön. Da seht ihr den Tokio Tower. Und alles hat Stillstand hier über Nacht, denn, wie da unten steht, Jichan ga shinda. Großvater ist tot. Oh nein. So wurde es mir von Mutter mitgeteilt durch ein plötzliches Telefonat. Sie hat angerufen und gesagt, dass Großvater tot ist. Wann war es wohl das letzte Mal, dass ich Großvater getroffen hatte? Ich habe das Gefühl, dass ich ihn lange, lange Zeit nicht mehr getroffen hatte. Viel zu lange ist es her. Und für mich, der keinen Vater hatte, war mein Großvater die Vaterfigur gewesen. Er war streng, aber auch sehr gütig. Ein lieber alter Mann. Und jetzt kommen mir die Tränen, Großvater. Und während ich mich erinnere an die Erinnerung an mich und meinen Großvater, habe ich mir ins Auto gesetzt und bin schnell zu ihm gefahren. Wohnt er in Tokio oder was? Warum sehen wir Tokio? Da sind wir aus Tokio zu ihm. Okay. Oh, wie gesagt, grafisch müsst ihr euch dran gewöhnen. Was ist denn hier mit der? Was ist das für eine Reflexion? Sind wir im Cyberpunk oder was? Meine Güte. So. Ach, nach der langen Autofahrt bin ich ganz kaputt. Verdammt, ich sehe hier die Neonlichter in der Scheibe. Das könnte auch hier Gran Turismo sein oder so, ne? Fast and Furious und Co. Wir sind jedenfalls offenbar aufs Land gefahren. Großvater lebt weit vom Schuss oder lebte weit vom Schuss. Und das ist unser Auto. So, wir sollten schnell zum Haus gehen. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel überhaupt geht. Ich hab keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall rennen, glaube ich. Ja, genau, das geht. So, hupsala, ey. Hier können wir Gegenstände wählen. Und der steht hier noch schon auf 7:30. Was ist denn da los? Das wurde so weg, guckt hier raus. Aber ich sollte zum... Oh, was ist denn mit dem Dach los? Ja krass, der hat aber über... Hat der jetzt auf jedem Schindel hier Solarpanelen drauf oder was? Sehr modern. Alles klar. Hier haben wir das Haus von ihm. Das ist der Briefkasten. Können wir hier klingeln? Takashi! Ich hab mich was! So, gehen wir mal rein. Hier wird die. Okay. Hier sollte auf dem Tisch irgendwann eine Notiz sein. Die sollte ich erstmal lesen. So, ich geh jetzt einfach mit Schuhen hier auf. Ist ja auch egal. Groß war das ja eh schon tot. Hier offenbar, ne? Ja, da. Guck mal, hier können wir Fernseher machen? Nee. Natürlich alles, sehr ebenerdig gehalten. Hier sitzt man auf dem Boden und da haben wir die Notiz. Und zwar von Mutter. Mutter schrieb wie folgt. So. Du hast sicherlich eine anstrengende Fahrt hier gehabt, von so weit entfernt hierher zu kommen. Es tut mir leid, dass ich dir das aufbürde, aber ich habe noch einige Sachen zu tun und bin deshalb in der Nachbarschaft. Deshalb würde ich dich doch bitten, dass du die Nacht hier verbringst bei den sterblichen Überresten deines Großvaters. Und ich denke, ich werde morgen zurückkommen, schreibt die Mutter. Und dann würde ich dich auch bitten, nicht nur zu wachen hier, sondern auch Blumen an das Grab zu bringen. Und auch nicht zu vergessen, die Inzensen, das Räucherwerk anzutünden für Großvater. Und darüber hinaus bitte ich dich, auf dem Hügel den Gedenkstein zu reinigen. Denn der war für Großvater sehr wertvoll gewesen.
Und deshalb mach den bitte ganz schön rein, ja? Immer schön reine putzen und sauber machen. Wenn es nicht das nur ist, dann ist es auch ja, ein bisschen was, müssen wir auch zu tun haben. So, okay, gut. Was ist denn da? Guck mal hier, was ist das denn hier? Aha! Was ist denn das? Sind das... Ach, guck mal. Senko, das sind die Räucherstäbchen. Ja, ganz gewöhnliche. Riecht gut. Weihräuchrig. Richtig schön, das ist es, was wir wollen. So, können wir noch mehr machen? Das denn der nette Schubladen mal durchgucken. Nee, da ist nichts dran dort. Oh, da knurrt was auf. Meine Oh, jetzt habe ich... Was auf? Eier! Okay, ich kann dir die Gegenstände durchswitchen. Jetzt habe ich den Putzeimer wahrscheinlich fürs Grab, ne? Mitgenommen. Hier, okay. Konnte ich auch aufsammeln. Wie haben die das? Hier, ne? So, das sind die Opferblumen. Sehr schön. Mein Floristensinn sagt, das sind Hortensien, ne? Ajisai. Oder? Irre ich mich da? Ich habe keinen grünen Daumen. Ich bin kein Botaniker. Aber ihr wisst das bestimmt besser. Könnt mich ja korrigieren. So. Sieht da eher aus wie Bambus. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Wobei, hat nicht so blaue Blüten dann. So, kann ich nicht hier? Was kann ich? Oh. Es ist noch zu früh zum Schlafen. Ich sollte noch einmal auf dem Tisch die Notiz checken. Alles klar. Ich gucke aber erstmal hier noch in die Schubladen rein. Halt. Und dann machen wir wieder mal den Handgriff da. Wow. Ja, ich glaube, die Mutter hat schon die ganzen Wertsachen vom Großvater eingeheimst. Da ist aber noch was verschmiert liegend. Eine alte Zeitung, da steht geschrieben. 1960, irgendwann, Datum sehen wir nicht, in irgendeiner Präfektur, in irgendeiner Stadt, eine verschwundene junge Dame wurde gefunden, tot ihr Leichnam erhängt. Und ja, es wurde die Suche wurde vor einer Woche eingeleitet, Suchantrag wurde aufgegeben und jetzt sind die Leute natürlich traurig, nachdem sie entdeckt wurde, eine Woche später erhängt. Geht hier Trübsal durch die Stadt und die Leute sind traurig. Ja, das ist natürlich ganz, ganz dramatisch. Okay. Wir sind aber ziemlich groß auch, ne? So, großfertig. Och, guck dir das an. So, ich soll Räucherwerk finden. Sollte irgendwo in den Regalen, habe ich doch schon. Oh krass, ich kann sogar auf sein Sarg steigen, der hat hier. Beziehungsweise auf das Beistelltischchen. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein konnte, als du verstorben bist, Großvater. So, ich sollte jetzt auf jeden Fall aus der Schublade das Räucherwerk holen. Wie nennt das denn? Ich hab das doch. Achso, wahrscheinlich muss ich es erst auswählen, ne? Warte. So. Ja, ich hab's doch hier. Gibt's hier einen Aktionsknopf? Ah, okay. Das ist Y. Mit Y kann man das machen. So, das sollte gut sein. Das funktioniert. Mhm. Ah, cool. Okay. Machen wir mal hier auf, damit die Seele entweichen kann. Sagt man doch immer so, ne? Die Fenster kann ich nicht aufmachen. Ja gut, dann spukt sie halt im Hause rum weiter. So, was war noch zu tun? Ich habe jetzt die Incentia angeheizt. Dann sollen wir Blumen da bringen und auf dem Hügel den Gedenkstein polieren. Okay. Frag mich mal, wo das ist. Da auch ist ein Pfad zumindest. Gut. Meine ich alle Tage, ja? Ich kann gar nicht mich entsinnen, weil ich das letzte Mal auf dem Friedhof war. Ganz geschweige denn auf dem Privatfriedhof. Hier irgendwo auf dem japanischen Lande. Ach du meine Güte. Das geht aber ja. Das geht aber steil nach oben. Ist das Privatgrundstück? Verdammt, der ist ja dann aber ziemlich reich, ne? Da hinten ist das Meer. Ach, wir sind hier tatsächlich irgendwo am Meer gelegen. Was ist das denn hier? Das ist der Gedenkstein, den, ja, Vater oder Großvater hier wohl eher für eine Frau errichtet hat.
Ich muss ihn schnell reinmachen. Sauber putzen. Warte, da kann ich doch hier durch. Damit, ne? Da, putzen wir mal. Als ob das so eine glatte Oberfläche ist, dass das quietscht. Verdammt nochmal. Das ist rauer Stein. Da wird es bestimmt nicht quietschen. Ja, jedenfalls, es scheint jetzt... Ja. Yosh, kirei ni natta. Jawohl, ist schön reinig geworden. Kann man hinter noch was gucken? Ja, da hat er hier irgendeine buddhistische Gottheit errichtet für die besagte Frau. Seine Frau vermutlich. Jetzt weiß ich aber nicht weiter. Irgendwo Blumen, ne? Am Grab? Warte mal, wessen Grab? Aber es ist doch nicht sein Grab dann jetzt, oder doch? Oh. Ich guck mal nochmal. Aber Hinweise haben wir haben auch keine Karte oder so, ne? Nee. Nur der Pause-Knopf. Yikes, aber guck mal, die Bäume, die spawnen hier auch ganz schön liederlich hier daher. Und man merkt, hat sich jemand sehr viel Mühe bei der Baumsetzung gegeben. Vor allem bei denen hier, die da ineinander positioniert wurden. Da oben kam ich her. Hier hinten vielleicht? Ja gut, also... Müssen wir erst mal ein bisschen gucken. Ist die schon was erspäht? Wo ist denn hier die Auffahrt eigentlich zu dem Grundstück? Ich habe gerade nicht den blassesten Schimmer. Da! Das sieht doch aus wie irgendwas, was da hingerotzt wird. Es ist ein Grab, kein Grafikfehler. Von daher... So, da steht das Grab von der Takahashi-Familie. Sprich hier von Großväterchen. Blumen sollte ich darbieten. Warte mal, Gott, wie ging das mal hier mit dem... Da. Ja, zack. Schön. Dann hätten wir auch das. Wir hacken aber richtig schön hier die Bucketlist ab, ne? Ein To-Do nach dem anderen. Mann, sind wir strebsam und hier wirklich fleißig dabei, die Aufgaben zu erfüllen. Unglaublich. Mutter wird stolz auf uns sein. Ich frage mich, was mit unserem Vater ist. Hat er uns vorzeitig verlassen? Oder gibt es da noch irgendwie Backstory? Oder sind wir aus dem Reagenzglas gekommen? Was sollen wir jetzt machen? Totenwache, ne? Jupp. Okay, also dann wahrscheinlich jetzt hier hin. Jo! Yes, Neo! Alles klar, lass uns schlafen gehen. Und wir schlafen durch die Ladezeit um Gottes Willen. Alles klar, kann ich hier... Achso, das kann ich... Das ist meine Lampe, die irgendwie nicht den größten Effekt hat, ne? Oh, was war das? Es kam aus Richtung des Grabs. Ich sollte auf jeden Fall die Taschenlampe vom Tisch nehmen und nachgucken. Wer hat die da hingelegt? Warum ist die da? Ah, guck mal, da kann ich das hier machen. Vom Grab, also von draußen? Großvater? Was ist los? Ich sollte erstmal gucken, was beim Grab ist. Unser Protagonist hat aber auf jeden Fall ein sehr gutes Gehör, dass er lokalisieren konnte, von wo aus es kam. War das hier vorne, ne? Oder irre ich mich jetzt komplett? Nee, das war hier irgendwo. Ist das da vorne? Nee, hier. Gott gütiger. Wie kam das denn zustande? Wer in aller Welt hat das getan? Ich sollte wieder zurück ins Haus, in den japanischen Raum. Und dort die Totenwache muss ich abhalten. Waberndes Wolkenkonstrukt dort oben. Oberhalb des Hauses. Das müssen wir aufpassen. Ich fühle mich latent bedroht.
Flasche rein. Und dicht machen. Und nun halten wir die Totenwache ab. Oh, Großvater. Großvater? Was passiert hier gerade? Das Licht da hinten. Seht ihr was? Au! Grundgütiger. Was? Was ist denn passiert? Oh, wir dürfen laden, das ist gut. Wir gehen nochmal richtig schön laden hier. Und nun haben wir keine Taschenlampe oder so. Und es ist finster wie sonst was. Irgendwas, da ist er. Scheint hier zu sein, es ist die Taschenlampe. Aber frag mich mal, wie bin ich jetzt hergekommen? Bin ich außerhalb des Hauses? Ja, keine Ahnung, was denn das da? Und hier haben wir jetzt eine Notiz offenbar. Und da steht... Ja, jawohl! Oh, das ist wirklich... Ich hätte nicht mal in meinen tiefstfernsten Träumen daran gedacht, dass mich Koichi zu einem Date einlädt. Ja? Ich freue mich so sehr auf das... Feuerwerks-Sommerfest nächste Woche und ich werde extra meinen schönen Sommer-Kimono anziehen. Alles klar. Warum auch immer. Wer ist Koichi? Wir müssen weiter. Wir dürfen nicht allzu lang verzagen. Ich muss zurück. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen. Großvater sagt... Allein in diesem Haus. Das leuchtet mir so komisch, ne? So leicht so luzierende Lichtlein. Achtung. Steinfallgefahr. Also hier können Steine runterplumpsen. Warum ist hier ein Tunnel überhaupt? Bin ich hierher gekommen? Was hat denn das Gespenst mit uns gemacht? Und war die... War die Taschenlampe eben auch schon so zerkratzt? Okay, das ist einfach durch uns durchgefahren. Ein Gegenschuss. Was mache ich den jetzt? Warte mal. Hier. Okay. Da. Ein alter Kamm. Ein alter Damenkamm. Wem der wohl gehört? Das freue ich mich auch. Ich nehme auch den letzten Schrott mit, der hier liegt, ne? Noch was gewesen hier, ne? Warte, wo ist meine Taschenlampe? Kann ich mich kämmen hier? Nee, ne? Das wäre auch zu viel des Luxus. Wenn ich den noch anwenden könnte, um mein Haupthaar nach vorne oder hinten zu poolen. Wobei, ich glaube, ich habe Pläte. Pläte zieht hier ja. Von daher, ich bin Pläte. Ich habe Landeplatz auf der Birne. Vorzugsweise. So. Ach, guck mal. Wir verfallen in das nächste Klischee japanischer Horror-Szenarien. Ein Brunnen. Da ist etwas auf dem Grund des Brunnens. Aber so kann ich es nicht herausholen. Ich brauche so ein Hilfsmittel. Lass mich raten, mit dem Kamm komme ich da bestimmt nicht weiter, ne? Nee. Oh, ein Todi. Wir sind also kurz davor, heiligen Grund zu beschreiten. Und da hinten ist... Rotlicht. Heiliger Grund oder Rotlicht? Rotlicht. Lockt mich gerade irgendwie an. Hat das von der Fehde potenzieller Natur. Und hier ist auch noch was. Können wir da auch weiter? Ist ein Baum umgestürzt offensichtlich.
Der Baum ist im Weg. Ich kann nicht passieren. Was ist hier los? Was? Ein Fackel? Warum entfachen die denn immer ständig? Was ist denn hier los? Das ist blauer da oben. Ich fühle mich irgendwie, weiß ich nicht. Ein bisschen surreal, das Ganze. Ein bisschen anscheinend gleich daran. Nee, ne? Oh, okay. Alles klar, ich kann den Blick riskieren. In das Gebiet hier. Oh, okay. Eine Axt. Warte mal, wo? Wie kann ich das nochmal öffnen? Da. Oh no, eine Axt. Eine alte kleine Axt. Oh, guck mal. Perfekt, kleine Schneide, das kann man nutzen. So. Und ein weiteres Skriptum. Hier, Tagebuch 2 von einer besagten Dame. Psycho ist ja super, dass er mich gefragt hat, ob ich mit ihm zusammenkommen mag. Also die Frage von dem guten Koichi. Oh, ich... Somit endet dann auch diese Einseitigkeit, die so lange vorgeherrscht hat, diese einseitige Liebe. Dieses Gefühl, was mich begleitet hatte. Oh, und wenn ich mir ausmale, was nun für eine glückliche Zukunft auf uns wartet. Ach, was für ein Glückspilz ich doch bin. Sind wir jetzt auf den... Ich frage mich gerade, das ist ja... Das ist die Fackeln hier, ne? Okay. Auf wessen Spuren wir dort wandeln? Auf sehr großen Spuren offenbar. Kann ich die Axt nutzen? Ich kann aber nicht zuschlagen. Oh! Huh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann noch gar nicht... Ich kann nicht auf Abstand gehen. Irgendwie mach... Kann die nichts, ne? Die kann dann durch mich durchfahren. Offenbar. Ist wahrscheinlich die Dame, die auch ihr Tagebuch überall verstreut hat. Und wir hatten ja den Zeitungsartikel gelesen von besagter Dame, die sich erhängt hat oder die erhangen gefunden wurde. Ich vermute mal, dass das der grollerfüllte Geist dieser Frau ist. So ein Todi. Da nochmal zur Info, wenn ihr da durchgeht, immer an der Seite. Nie zentral gehen, das ist nämlich der Weg, den die Götter gehen. Immer am Rand. So. Hier und da. Da. Ne? So, was haben wir denn hier jetzt? Ein kleiner Schrein. Und etwas zu lesen. Tagebuch 3. So, ach ja, das Sommerfest war wirklich fabelhaft. Und ich habe von Koichi... ein Kamm und eine Haarspange gekriegt. Eine Haarnadel. Und ja, ich muss ihm das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, auf jeden Fall meinen Dank aussprechen. Etwas ziemlich Altes. Da ist eine runde Einbuchtung drin. Kann ich da etwas hintun? Etwas einfügen? Tagebuch 6. Ich kann's nicht glauben. Warum ist er mit dieser Frau? All die Erinnerungen für mich, ja? Die Worte, die er für mich, die er zu mir gesagt hat, waren das alles Lügen? Heißt das etwa, dass er mich angelogen hat? Was ist denn jetzt passiert? Das ist immer eine schnelle Tatsachenwendung hier. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Sieht alt aus und es ist eine flache Einbuchtung drin. Kann ich da irgendwas da bieten? Alt, eine viereckige Einbuchtung. Kann ich dir etwas darbieten? Okay. Flach, viereckig und rund. Was habe ich denn überhaupt? Ich habe einen Kamm. Warte. Passt der hier rein? Flacher? Ah da, okay. Das geht also tatsächlich. Passt da eine Axt auch rein oder eine Taschenlampe? Nee. Moment.
Dann fehlt wahrscheinlich noch was, ne? Dann gucken wir mal. Hier scheint ja auch noch ein Weg entlang zu führen. Geht aber tief rein. Das geht aber richtig tief hier ins Geäst hinein. Da hinten ist was. Oh. Eine weitere Notiz. Tagebuch Nummer 4. Heute ist mein Geburtstag. Und es ist sogar auch mein Verlobungstag mit ihm. Und er hat gesagt, er wird mit mir ein glückliches Leben führen. Und hat mir deshalb einen Ring gegeben, einen Ring überreicht. Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Tag kommen wird, diesen Moment. Und als ich mir die Tränen kam, hat er mir die Tränen ganz freundlich von der Wange gestrichen. Ein Ring? Das ist aber nicht der Ring, ne? Das Grab der Familie Takahashi. Okay. Eieieiei. Die hat was. Ja, ja, hier echt ein Trip, den sie fährt, ne? Was haben wir da gefunden? Eine Kansashi, also eine Haarnadel. Wem mag die wohl gehören? Wem wohl? Protagonist hat wohl nicht aufgepasst. Die passt dann wahrscheinlich da in das flache Loch. Ich muss also hier die ganzen Gedenkstücke zusammenführen. Um womöglich einen Fluch zu lösen, oder? Da. Was ist hier rein? Ja, tatsächlich. Ah, dass diese kleinen Opferbeistelltischchen da extra so Einkerbung haben, oder das reinpasst, ist ein bisschen besonders, ja? Muss man sagen. Habe ich noch die Axt? Die hat noch den Brunnen noch gehabt, ne? Irgendwie kann ich das irgendwie zerdeppern oder irgendwie damit rausfischen? Oder wir müssen irgendwas hier legen mit der Axt. Schauen wir mal. Wir versuchen unser Glück. Nee, es geht nicht. Da ist was, ich kann es so nicht holen. Ich hoffe nicht, dass wir backtracken müssen. Es kann aber sein, Moment. Ah, vielleicht bin ich einfach nur bescheuert gewesen. Kann ich mit der Axt den Baum malträtieren? War ja auch hier irgendwie in diesem Terrain gewesen. Das wäre denkbar, ne? Dass es alles auch sehr nah beieinander ist. Für die, die langsamer schalten, so wie ich einer bin. Dass man das direkt hier... Kann ich damit vielleicht durch dann? Ja, tatsächlich. Wir fällen jetzt hier den Baum, anstatt da einfach unten durchzukriechen. Alles klar. So. Taschenlampe. Was ist das denn da? Ah, ein Eimer. Oh! Puh. Da kommen wir mal plötzlich. Tagebuch Part 5. So, es ist offenbar so, dass er eine Heiratsanfrage gekriegt hat. Ja. Es ist auf Empfehlung der Tochter einer sehr guten Familie. Die Eltern haben das beanstandet und er konnte offenbar nicht absagen und nicht nein sagen. Er hat zwar gesagt, dass er ablehnen würde, aber ich mache mir trotzdem Gedanken. Ach so, okay. Sprich, das war ein Paar, die haben sich verliebt und wollten auch sich verloben schon und so weiter. Ja, und dann, also Koichi und die Dame. Und er wurde dann wahrscheinlich von den Eltern vermittelt zu einer Dame eines anderen Hauses. Also war so eine arrangierte Ehe. Und so musste sie dann fallen lassen. Und sie ist dann die sich erhängt hat. Sprich, ist das die Vorgeschichte vom Großvater? Weil der Geist spukt ja immerhin dort hin. Hat er dann... Moment mal. Dann ist der Gedenkstein nicht von seiner Frau, sondern von der. Ey, das ist aber heikel. Das ist aber eine heikle Sache, du. So, wo ist er denn? Ich sehe überhaupt nichts. Da.
Boah, jetzt sehe ich aber ordentlich was so. Da kommen wir mal kurz dran nach Angeln. Mal schauen, was wir da jetzt hervorholen. Ein Schädel oder so bestimmt. Wobei, nee, der hat sich erhängt. Was ist da? Ich sehe nichts. Ist da was? Moment. Ach, ein alter Ring. Wem wird er wohl gehören? Sieht aus wie aus Messing. Also wirklich hochwertig nicht, aber nun ja. Viel Geld hatte man da seinerzeit wohl nicht. Wobei, mehr wert als 200 Yen, die ich hier ausgegeben habe für das Spiel, wird es auch nicht sein. Okay, das werden wir dann nun auch auf das Beistelltischchen pflanzen. Dann schauen wir mal, was passiert. Da ist er. Alle drei Dinge vereint. Oh! Warum tust du das? Ah! Die erdrosselt uns. Die drosselt uns hier in die Ladezeit rein. Oh, okay. Das war im Wald. Wie lange war ich wohl bewusstlos? Fragt sich unser Protagonist. Und als ich meine Augen öffne, war ich tief in meinem Wald. Und die Frau war weg. Verschwunden. Doch. Die Dinge, die ich gesammelt habe, waren auf einmal verteilt. Um mich herum. Die Gegenstände. Die drei. Wer war diese Frau? Und was waren die Dinge? Ich konnte nicht sagen, was mich hat ein Unbehagen, das ich nie kannte, hat mich eingenommen. Und währenddessen habe ich die Dinge aufgehoben. Und diese Frau, die war die Frau, dem dieser Gedenkstein wohl gehörte. Ich werde die Gaben dort zum Opfer beilegen und zum Stein legen. Das habe ich mir fest vorgenommen und bin so zurückgefahren auf den Heimweg nach Hause letztlich. So, können wir die jetzt zum Grab bringen oder zu dem Stein, dem Gedenkstein? Nee, gar nicht. Wir können überhaupt nichts mehr machen. Das Spiel ist schon zu Ende. Ja, gut. Das war zu ihr. Und jetzt könnt ihr mir sagen, 200 Yen, also roundabout 1,50 Euro nach dem gegenwärtigen Kurs, hat sich das gelohnt, ja oder nein? Antwortet doch bitte gerne in der Kommentarzeile. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nochmal liken könntet, um den Algorithmus mal richtig schön den Daumen nach oben zu zeigen. Dann wäre ich euch so verbunden, meine liebsten Leute. Zumindest haben wir gelernt, was die Totenwache bedeutet. Tsuya, ne? Tsuya Sudo, Totenwache halten. Und das alles hier, ja, in dem Spiel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt auch abonnieren, falls noch nicht geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal dann wieder dabei sein, dann wird's auch was Glücklicheres wahrscheinlich wieder sein. Keine Totenwache, kein Gedenkgottesdienst oder dergleichen, sondern wieder ein fröhliches Stelldichein mit uns allen. Ihr lieben Leute, das war's. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl und auf Wiedersehen.